Okay. Video läuft. Guten Morgen. Es ist Sonntag. Hier ist der Bormann, der Lehrer aus Berlin. Und ich bin sehr traurig. Ich bin nicht nur traurig wegen dem ganzen Corona-Scheiß, der hier so abgeht, sondern ich bin auch deswegen traurig. Das war mal mein Sofa, auf dem ich einfach hier draußen gesessen habe, um zu berichten über das, was mich gerade bewegt. Tja, und jetzt sitze ich einfach auf dem Beton. Aber so wie ich die bösen Menschen kenne, werden sie auch diesen Beton noch zerlegen, damit ich hier nicht mehr sitzen kann. Ne? So, die schöne neue Welt kann ja nur entstehen, wenn die alte erstmal komplett in Schutt und Asche liegt. Und dazu zündet man sie halt an oder macht sie anderweitig kaputt. In den ersten Zeitungen kann man jetzt schon gerüchteweise lesen, dass es eine Impfpflicht geben soll für bestimmtes Personal, die viel mit Leuten zu tun haben, zum Beispiel für Lehrer, jawohl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Lehrer mitmachen. Aber gut, ich konnte mir vieles nicht vorstellen. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass sich Leute freiwillig eine Maske umbinden. Ja, vor allem bei der Faktenlage. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass Leute nicht in der Lage sind, sich mal ein paar Fakten anzueignen, abseits der Mainstream-Medien. Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass Menschen mehr Angst vor der Wahrheit haben als vor allem allen anderen. Ja? Dass sie sich einfach nur wegducken, wegschleichen, feige, denunziatorisch, dass sie über andere Menschen reden als Verschwörungstheoretiker. Ich bin sehr traurig. Ich bin sehr, sehr traurig. Ich bin total traurig. Ich weiß gar nicht, ob man noch trauriger sein kann, als ich es gerade bin. Ich weiß nicht, wie man so einen Zustand nennt. Das Einzige, was mich tatsächlich noch lebendig macht, ist so ein bisschen eine köchelnde Wut in mir, dass es so ist, wie es ist. Und ich merke jetzt dadurch, dass ich jetzt ein bisschen raus bin aus dem ganzen Trubel, dass die Wut entweicht und nur die Traurigkeit bleibt. Und was dann von mir übrig bleibt, weiß ich nicht. Jemand, der gar nichts mehr tut, wahrscheinlich. Wenn ich mir denn nicht einmal mehr darüber nachdenkt, wie scheiße diese Welt gerade ist. Und wenn Sie meinen, ich hätte mich jetzt nicht sehr, sehr gemäßigt ausgedrückt, dann irren Sie sich. Das war sehr gemäßigt. Oder ist sehr gemäßigt. Wie auch immer. Schönen Sonntag noch.